Moin, was wir heute hier machen, die Elbe hat wohl offensichtlich Probleme und ja, wir gucken uns mal die Vergaser an, weil Schwimmernadelventile sind wahrscheinlich undicht und die ganze Bude ist hier vollgelaufen und alles voller Sprit. Unten im Schauglas ist auch schon das Maximum erreicht, hab das jetzt während der Fahrt zum Glück früher noch gemerkt. Ja, jetzt machen wir uns daran und bauen die ganze Soße hier jetzt alles aus, ne? Ja, Step für Step. Seid dabei. Jo, wir kommen in der Garage, um das alles auseinanderzubauen. Also jetzt liegen einem 4-5 Stunden Arbeit vor einem. Das ist schon ein ordentlicher Haufen und ja, man fängt an hinten mit den Schrauben unterhalb der Sitzbank, also erst die Sitzbank ab, dann unterhalb der Sitzbank die beiden Schrauben hinten mit 13er Nuss. Dann sieht man hier gerade den Tankgeber quasi, da muss man einfach nur einen zweipoligen Stecker auseinanderziehen, vorne die beiden Schrauben abmachen und dann hat man den Tank eigentlich schon in der Hand. Die beiden Entlüftungsschläuche, die dran sind, die sind nirgendwo verbunden, also man kann den wirklich dann einfach gleich hochheben. Das ist schon ganz komfortabel gemacht. Und ja, hier um die Airbox zu öffnen, also auch wenn man Luftfilter mal wechseln will, ist schon ordentlich Arbeit vor allem. Dann links und rechts die Verkleidung, die Hauptverkleidung quasi öffnen und dann diese Verkleidung unterhalb des Lenkers komplett wegnehmen. Sonst kommt man die drei vorderen Schrauben nicht ran von der Airbox. Also dann bleibt die zu. Mal einen Deckel ab, dieses Flammengitter wegnehmen, den Luftfilter oder das Sieb selber halt eben aufmachen. Ja, hier muss man an alle Schrauben denken. Sind nicht nur oben die Schrauben, die man sieht, sondern sind auch unten Schrauben dran, wie man gerade gesehen hat. Sind alle so diagonal. Ja, dann die ganzen Schläuche da unter abmachen und darauf achten, dass man wirklich alle weg hat. Und dann sieht man schon einen freien Blick auf die Vergaserbatterie. Dann dahinter mit einem ganz langen Schraubendreher die Schellen alle öffnen, langsam vorziehen, ja, die Züge alle aushängen und dann alle Schläuche wegnehmen, also Kraftstoff und auch Kühlwasser. Das Ding ist Kühlwasser durchspült. Da sieht man die Kraftstoffpumpe und den Kraftstofffilter. Filter sollte man gleich bei der Geschichte mitmachen. Und die Kraftstoffpumpen, die fallen öfter gerne mal aus. Also dann hat man nur die Hälfte der Reichweite zum Beispiel, weil der Tank dann nicht richtig ja, durchgespült wird. Und hier gucke ich einfach mal rein und sehe halt eben da liegt ordentlich Kraftstoff auf den Einlassventilen. Das ist so die Einlassseite. Da sieht man die beiden Einlassventile halt leicht durch und die sind ziemlich feucht, also alles vom Kraftstoff, was da so rausgesprudelt ist quasi, da kam halt viel zu viel raus. Da wollte ich nur nochmal sicher gehen, wie ist der allgemeine Zustand von dem Motor, sonst ist alles total super sauber, aber halt eben da schon ordentlich Kraftstoff durchgeflossen. Das heißt, man kann sicher sein, dass die Schwimmernadelventile halt defekt sind hier. Ja, unten dieses mit dem Plastikröhrchen unten dran, kann man gleich mal aufdrehen, da ist ein 3er Imbus drin, damit dann die Vergaser richtig belüftet werden quasi, also das heißt, die Schwimmerkammer wird dann leer gemacht und da fließt dann halt noch eine ganze Menge Kraftstoff raus, muss man sich drauf einrichten. Na und hier geht die ganze Geschichte halt los, das heißt, einen vernünftigen Schraubenzieher nehmen und dann über Kreuz vorsichtig erstmal lösen und danach kann man dann halt alle Schrauben dann einfach der Reihe nach rausnehmen, damit man die Schwimmerkammer demontieren kann. Da sieht man im oberen Bereich über der Schwimmerkammer auch die Schläuche. Das ist halt eben für das Kühlwasser, diese Anschlüsse. Die laufen jeweils an so einem ja, kleinen Heizpilz vorbei, der genau unterhalb der Drosselklappe ist. Das gegen Vereisung von Vergasern. Also wen es interessiert, wer im Herbst oder im Winter mal mit so einem Ding fährt, dann gibt es so hohe Strömungsgeschwindigkeiten, dass die Drosselklappen tatsächlich einfrieren und deswegen gibt es immer so eine Beheizung für die Vergaser. Haben unheimlich viele Motorräder, das ist nichts Besonderes. Und dann guckt man sich die Schwimmerkammer von innen mal an, ob da viele Ablagerungen drin sind. Normalerweise durch die heutigen Kraftstoffe ist da echt viel an Ablagerungen drin. Das ist total brutal mittlerweile. Und die untere Schraube, die man da gerade löst, die ist halt dafür da, dass der Schwimmer quasi rausgenommen werden kann. Der hält diesen Stab fest. Und die kann schon mal ein bisschen schwergängiger sein. Also bei allen Schrauben immer ordentlich gegen den Schraubendreher drücken, dass man da nicht stark abrutscht, weil das ist eine blöde Situation, die Schrauben zu vermackeln, dann kriegt man das später nicht mehr wieder los oder halt auch nicht vernünftig fest und das ist irgendwie immer blöd, also gewissenhaft arbeiten muss man auf jeden Fall und sehr sauber, weil im Vergaser darf jetzt nun gar nichts an Dreck hängen. Ja, und hier kann man nämlich gleich auch die Schwimmernadelventile dann in einem Arbeitsgang rausnehmen, wie man es sieht, da oben über diese kleine Feder, die jetzt man gleich sieht, da, das so ein Drahtbügel über jedem Schwimmernadelventil und da ist halt so eine kleine Lasche in dem Schwimmer
Und zu der Stange hin kann man das aushängen. Und man muss halt immer jeden Schwimmer zu jeder Kammer einzeln hinlegen, weil über diese Lasche wird der Pegel, also der Kammerstand quasi, eingestellt. Und deswegen sollte jedes Bauteil immer zu jedem Vergaser geordnet bleiben. Also das ist ziemlich wichtig, weil jeder Vergaser kann sein, dass die unterschiedlich eingestellt sind. Und dementsprechend gibt es dann sonst ein heilloses Chaos dann halt, ne? Also deswegen immer sauber arbeiten, 1:1 arbeiten und sehr vorsichtig, weil im Vergaser ist alles echt mit wenig Platz, ganz kleine Düsen und da kann man Dreck und unsachgemähtes Arbeiten quasi überhaupt nicht gebrauchen, ne? Und hier mache ich mit einem Vergaserreiniger gerade so alle Düsen und alle Flächen einmal sauber, weil doch irgendwo immer ein bisschen Ablagerungen drin sind. Und da kann man dann halt eben so die ganze Kraftstoffablagerung wenigstens einmal anlösen, dass die beim nächsten Mal fahren damit abgetragen werden und mit Druckluft alles abblasen. Ja, und hier sieht man halt den Sitz für die Schwimmernadelventile, den kann man einzeln rausnehmen an der rechten Schraube darüber. Und sollte das von einem Zubehör sein zum Beispiel, dann ist es immer schlauer, gleich alles zu tauschen, also den Sitz und das Nadelventil. Und hier ist diese Feder, die muss auch rausgenommen werden. Die kann man so seitlich rausziehen aus der Nut. Und die muss dann in das neue Schwimmernadelventil seitlich wieder eingesetzt werden. Das ist ein bisschen, ja, frickelige Arbeit, aber ist halt nun mal erforderlich, ne? Und dann setzt man auch wieder vorsichtig über diese Lasche, ohne die zu verbiegen und ohne die Feder zu verbiegen, halt das Schwimmernadelventil in den Schwimmer ein. Dann quasi wieder Rückbau halt, ne? Also dieses kleine Röhrchen halt unten in den Sitz reinlegen und alles ohne Kraft jetzt so, ne? Das ist alles ganz filigran, alles ganz easy. Unten vorsichtig gegen drücken mit dem Finger, dass die Schraube halt da die Stange auch an dem Sitz wirklich erfasst und da festklemmen kann und nicht, dass die Schraube quasi sich da irgendwo vorher verklemmt, was man nicht will. Ja, und dann, wenn alle wieder eingebaut sind, dann guckt man sich die Dichtung nochmal an. Ich habe die hier gleich eh mitbestellt. Das ist eh alles auch original, was man jetzt hier hat. Also es gibt die auch aus dem Zubehör, aber das würde ich nicht empfehlen, weil aus irgendwelchen Gründen sind die aus dem Zubehör nicht ganz so toll gearbeitet anscheinend. Und ich habe das jetzt schon öfter mitgekriegt und auch mein Händler hat gesagt, so, wow, die haben voll viel schlechte Erfahrung leider damit. Und deswegen hier in den extrem sauren Apfel beißen und das Original kaufen für ein Höllengeld, aber geht nun mal nicht anders. Also es macht keinen Sinn, da irgendwas Günstigeres zu kaufen, was vielleicht nicht mehr funktioniert, weil ja, man ärgert sich extrem und man schädigt halt auch das Fahrzeug. Also deswegen lieber einmal richtig Kohle ausgeben. Also die paar Dinger, die da liegen und die paar Dichtungen, die kosten über 200 € nur so als Randnotiz. Deswegen, das ist schon richtig teuer bei dem Ding, aber dafür funktioniert es danach dann auch. Ja, und sollte der Sitz halt, wie gesagt, schon ewig alt sein oder irgendwo beschädigt, dann kann man die auch einzeln tauschen. Das ist dann eine ganz gute Sache. Ja, die Dichtung habe ich hier halt eben auch gleich mit geordert, weil die Vergaser waren jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr offen. Und bevor die Dichtung dann total platt gedrückt da unten rum liegt und wieder versucht wird festzuschrauben und nicht halt vernünftig abdichtet und die ganz leicht schwitzen, da habe ich halt keinen Bock drauf, weil wie gesagt, man braucht so 3, 4, 5 Stunden, bis man da ist, wo man jetzt gerade ist, mit Zusammenbauen später wieder. Und das ist halt eine Mordsarbeit für so ein Scheiß da halt, ne? Und wenn man zu faul war, jetzt so eine Dichtung reinzumachen für 15 €, ja, dann ist es halt so, aber ich wollte mir das halt nicht antun, deswegen habe ich wieder neue Dichtung reingemacht. Die muss man dann einmal mit einem Messer so vorsichtig links und rechts lösen, dann rausziehen und mit einem ganz dünnen Schraubenzieher, wie so ein Madenschraubenzieher, einen ganz schmalen, geht man einmal diesen ganzen Weg in der Schale lang, damit das ja alles Mögliche, was da halt noch so drin ist. Manche setzen das mit Fett an, so wie ich. Manche machen da ganz minimal irgendwie Dichtpaste rein, was weiß ich. Irgendwas ist da halt auf jeden Fall drin oder nur Ablagerungen sind da drin. Das muss richtig sauber sein, dieser ganze Sitz von der Dichtung quasi, ne? Einmal rundrum. Und dann auch nochmal sauber spülen mit Bremsenreiniger und Druckluft und so. Da darf halt auch nichts drin sein. Also auch eine ganz kleine Verunreinigung ist halt ein großes Problem. Es setzt sich vor eine Düse, dann ist halt Feierabend. Also da muss man extrem sauber arbeiten. Das zahlt sich später dann halt aus, ne? Und
Wie gesagt, dann macht man einmal ein bisschen Wälzlagerfett an die Dichtung ran, rundrum, ganz vorsichtig, nur auf einer Seite, das reicht vollkommen aus. Also hier sieht man das nochmal, so, da ich mit dem Messer ganz vorsichtig links und rechts neben der Dichtung einmal so den Sitz quasi nachgeschnitten, wenn man so will, also diese Fläche. Und dann zieht man das raus und hier gehe ich mit dem Madenschraubenzieher einmal durch diesen ganzen Sitz der Dichtfläche einmal durch und nehme die Verunreinigungen raus, die sich da halt angesammelt haben. Und dann einmal Bremsenreiniger, einmal Druckluft, nochmal gucken und danach dann erst die neue Dichtung nehmen, wenn alles wirklich sauber ist, also ganz penibel sauber. Und dann die neue Dichtung nehmen, die richtige Richtung davon auch auswählen, weil die passt halt eben nur einmal. Also die Schwimmerkammer ist nach links weiter ausgebeult als nach rechts, so gesehen. Und das sieht man dann aber schon, die passt nur einmal. Und dann ein bisschen Wälzlagerfett, wie gesagt, nehmen, zum Beispiel vorsichtig damit anstreichen. Also es muss nur so ein ganz dünner Film drauf sein. Und das Fett sorgt dafür, dass auf Dauer wird das halt eben ja, wie ein Dichtemulsion quasi. Ne? Das setzt sich dann fest und dann ist das halt eben nochmal so doppelt dicht in Anführungsstrichen. Also ich mache das schon ewig so. Ja, und dann legt man die da halt eben rein in die Führung, drückt die ganz vorsichtig in den Sitz halt eben, dass die gut drin liegt. Geht noch einmal dann vorsichtig mit dem Finger rundrum und dann sitzt die halt eben sauber da, wo sie sein soll. Ups, jetzt habe ich mir vertan. Einmal umdrehen. Also das meine ich halt, ne? Die muss ganz richtig drin liegen quasi. Es gibt eine richtige und eine falsche Richtung und deswegen, die passt dann ganz sauber, ohne viel Kraft, die liegt da einfach so drin. Das restliche Fett sollte da ein bisschen Fett in den Innenbereich von der Schwimmerkammer kommen, dann nochmal mit dem Finger halt, so wie ich das hier mal, so einmal rundherum gehen und das mitnehmen, weil Fett ist da im Bereich mit Kraftstoff in dem Bereich da bei der Schwimmerkammer auch einfach ungünstig. Das kommt zwar raus, aber da muss man halt auch viel fahren und deswegen so viel wie möglich an Verunreinigungen da drin vermeiden, jeglicher Art. Also deswegen alles immer schön easy sauber machen. Ja, und Fett ist aus meiner Sicht halt auch besser als ein Dichtmittel, weil ein Dichtmittel bleibt halt immer irgendwie so ein Blocken, so gesehen, und das Fett löst sich im Kraftstoff dann irgendwann schon auf und wird irgendwann schon mal durch eine Hauptdüse durchgezogen. Und damit hat man innen drin eine bessere Situation, als wenn man jetzt so ein Dichtmittel nimmt und das quillt dann irgendwo raus, dann hat man vielleicht sogar noch den Schwimmer im schlimmsten Falle blockiert. Das ist dann eine ganz blöde Sache, weil dann kann der halt auch nicht richtig arbeiten, laufen die im schlimmsten Falle wieder über. Und hier sieht man jetzt halt eben alle Schrauben erstmal vorsichtig gegenziehen, also ganz locker, und dann über Kreuz immer sicher sein, dass man gut Kraft auf den Schraubendreher hat und dann über Kreuz die Fläche halt eben festziehen. Und mit Festziehen ist auch eher entspanntes Festziehen gemeint, das sind ja nur M3 oder M4, glaube ich, irgendwie. Also sowas wie 5-6 Newtonmeter, das reicht da vollkommen aus. Also das fühlt sich beim Schraubenzieher zwar schon fest an, aber das hat man ja auch eine kleine Grifffläche. Deswegen ist das halt schon handfest, ist schon ganz ordentlich. Und hier sieht man, Schwimmernadelventil hat oben so eine kleine Feder drauf sozusagen. Das wollte ich gerade mal demonstrieren. Das federt halt so nach, also dass das richtig geschlossen ist. Hier ist dieser Dreier-Imbus. Und damit verschließe ich dann unten wieder den Ablauf von den Schwimmern oder von den Schwimmerkammern. Weil jetzt, wenn man das Ganze einbaut, wäre es halt blöd, wenn die unten noch offen sind, weil dann läuft der ganze Kraftstoff wieder raus. Zum Winter hin kann man das auch immer machen, dann kann man die unten ruhig aufmachen, wenn man rankommt, und kann dann die Vergaser richtig leer laufen lassen. Also dann hat man weniger Verunreinigungen in den Schwimmerkammern drin. Das ist bei langer Standzeit und den heutigen schlechten Kraftstoffen halt einfach echt eine ganz gute Sache, wenn man das macht. Man kann die auch einfach leer laufen lassen. Also ich mache meistens Motor an, lasse sie so lange laufen, bis es abstirbt, und dann ist auch gut. Und hier nehme ich die anderen Dichtungen raus. Keine Sorge, die habe ich jetzt nicht neu gekauft. Die sind jetzt nicht existenziell für mich. Aber ich gucke mir die ganze Fläche einmal an, mache das auch nochmal sauber. Auch wieder mit so einem Vergaserreiniger.
Und wichtig ist, dass man das dann so kopfüber quasi sauber macht, damit das nicht alles durch den Vergaser durchläuft, sondern dass es halt, wenn diese Reinigungsflüssigkeit draufkommt, dass es wieder davon runterläuft und auf dem Fußboden oder Abtropfwanne oder was auch immer der da nutzt. Und die Dichtung habe ich vorher einmal rausgenommen, damit die halt nicht spröde werden und dass man einmal sehen kann, wie ist der allgemeine Zustand. Sind die eingerissen? Sind die schon platt? Oder sind die halt noch halbwegs rund und dichten die auch noch ab? Und dann das übliche Prozedere. Einmal die ganzen Dichtungen sauber machen, vorsichtig vorher. Also nur einfach abwischen mit einem Lappen oder mit der Hand, je nachdem, wie viel Dreck da drauf ist. Und dann auch so einen fusselfreien Lappen nehmen, also so eine Zewa-Rolle oder halt eben so eine Werkstattrolle, so wie ich die ja benutze, und dass da nicht Fussel drauf bleiben. Das ist blöd, weil das jetzt durch den Vergaser durchkommt. Das ist die Frischluftseite, die Ansaugseite, die man da sieht, und da sollte halt eben auch nichts an Verschmutzungen drin sein. Und dann fette ich die halt auch wieder ein. Wie gesagt, leg die da drauf. Unten rechts ist so eine kleine Verengung und damit wird dann dieser O-Ring eigentlich auch an der Position gehalten. Also da muss man ein bisschen stärker nachdrücken. Dann passt das alles. Ja, jetzt ist man mit den Vergasern schon mal fertig, die Überarbeitung. Man muss immer gucken, wie ist der allgemeine Zustand. Also nicht, dass man jetzt denkt, man schraubt das nur auseinander und wieder zusammen und ist fertig, sondern wenn man ein bisschen längere die Vergaser benutzt hat und wie gesagt, der Kraftstoff vielleicht nicht so toll ist, dann sieht man schon, ah, da ist überall so Pegel drin oder im allerschlimmsten Fall ist da wirklich so ein Schmodder, dann müssen die Vergaser auch gereinigt werden. Also dann geht es dann auch an der Stelle weiter mit einmal Ultraschallbad und alles sauber machen und dann erst wieder zusammen. Meine sind super sauber, da brauche ich jetzt nichts dran machen. Da hatte ich auch hier in die Ansaugstutzen eben gerade auch ein ganz kleines bisschen Fett wieder reingemacht, aber wirklich extrem wenig. Das habe ich nur gemacht, damit die einfacher einzusetzen sind, weil die ja schon ziemlich stark da zusammensitzen und die kriegt man halt sonst mit einer Mordsgewalt nur da reingedrückt und das ist nicht Sinn der Sache. Jetzt kommen der ganze Rückbau, also alle Züge halt wieder einhängen. Einen Chokezug habe ich eben gerade eingehängt. Jetzt kommen gleich die ganzen Gaszüge, also es gibt den Gaszug, der nach vorne geht und der Gaszug, der die Drosselklappe wieder zumacht quasi. Also wenn ich den Gashahn nach vorne ziehe, dann gibt es noch einen zweiten, der macht die auch wieder zu. So eine Zwangsschließung. Ja, unten wieder die Kraftstoffseite ran und Kühlwasser wieder ran. Das muss alles wieder angebastelt werden. Also jede Menge Schläuche. Und da stelle ich jetzt gerade die Züge ein. In der Mitte sieht man vielleicht gleich noch so, dass da Versteller sind in den Zügen. Und die müssen dann halt relativ spielfrei eingestellt werden. Man hat allerdings immer zwischen 1 und 2 mm halt Spiel an der Gashand, damit die Drosselklappen vernünftig arbeiten und damit man auch den Leerlauf gut einstellen kann. Also ein bisschen Spiel muss oben schon sein, damit das halt alles sauber arbeiten kann. Da sieht man ganz gut, was ich beim Abbauen schon meinte. Da muss man mit einem sehr langen Schraubendreher halt über die Vergaser kommen und dann kann man die Schellen festziehen, die die Vergaser halt eben halten. Jetzt kommt diese Airbox wieder drauf. Da hat man auch erst die beiden Ablaufschläuche, die man vorne da anmontieren muss. In der Mitte ist noch ein Schlauch, der für die Gehäuseentlüftung ist. Hinten ist ein Schlauch, unten ist ein Schlauch. Also sind jede Menge Schläuche. Da kommt dieses Ram-Air-System, muss man einfach nur da so reinstecken. Also ein bisschen frickelig, aber das funktioniert ganz gut. Dann ein Filter wieder drauf, den Filter natürlich vorher einmal sauber machen, wenigstens abpusten und dann halt wieder in der richtigen Richtung montieren. Also diese kuschelige Seite, diese flauschige Seite, die muss nach unten zeigen, weil da kommt die frische Luft her und da werden die ganzen Fremdstoffe quasi abgefischt. Und die Schaumstoffseite in Grau, die kommt nach oben. Die geht dann in Richtung Motor halt. Also so funktioniert dieser Filter. Ja, jetzt macht man die Airbox mit den Ansaugtrichtern wieder fest. Das ist halt echt frickelig, weil die Schrauben sind halt ja schon ein bisschen schwer zugänglich an manchen Stellen. Man muss die nicht komplett rausschrauben. Man kann die auch teilweise in diesem Ansaugtrichter in dem Kunststoff drin lassen, damit die dann nicht verloren werden. Weil das Blödeste, was einem passieren kann, ist, dass so eine Schraube halt in den Ansaugtrichter reinfällt und solange die Drosselklappen noch zu sind, ist alles gut. Aber da darf überhaupt nichts in diese Trichter reinfallen, weil das ist beim ersten Motorstart schon mal im Motor und das kommt da auch so schnell nicht wieder raus. Das heißt, das wird da erstmal schön durchgehackt und kaputt gebombt. Also deswegen
sehr vorsichtig an der Stelle arbeiten. Alles, was Ansaug ist, da sollte nichts reinfallen. Ne? Dann das Flammgitter wieder richtig rum einsetzen. Das passt eigentlich auch nur einmal, also mit der gebogenen Seite zu den Vergaseröffnungen hin. Das Flammengitter ist so eine Sache, sollte es mal einen Rückschlag geben im Motor, dann kommen da tatsächlich auch sogar Flammen raus über den Ansaug. Und damit der Filter halt nicht in Flammen aufgeht, gibt es da so ein Flammengitter und das zerstört halt eben die stehende Flamme. Deswegen gibt es das da. Ja, und dann baut man alles wieder, wie gesagt, rückwärts da zusammen. Diese Verkleidung muss oben wieder eingesetzt werden mit den ganzen Schrauben und dann kommt der Tank wieder rein, Entlüftungsschläuche ran. Ja, diesen Stecker für den Tankgeber nicht vergessen, sonst hat man keine Benzinuhr quasi. Und ja, dann die Sitzbank hinterher wieder drauf. Ja, alles schön sauber streicheln und dann ist das alles schon mal tutti. Ja, jetzt kommt ganz zum Schluss wieder neues Öl drauf, weil zu Anfang habe ich Öl abgelassen. Wenn man so einen starken Kraftstoffeintrag hat, dann ist das Öl da drin halt auch einfach Schrott. Also gleich mit rausnehmen das Öl. Scheiß auf die 4 Liter Motoröl. Man muss jetzt nicht unbedingt die Filter mit neu machen. Ich habe jetzt vor 60, 70 Kilometer erst einen Ölwechsel gemacht und dann neues Öl wieder drauf gießen. Ja, bis zur maximalen Markierung und dann den Motor halt eben ganz normal starten. Es wird jetzt eine Weile dauern, weil die Vergaser halt komplett leer sind und dementsprechend ein bisschen orgeln. Wie gesagt, Kraftstoffpumpe muss erstmal alles vollfüllen und dann auch nicht wahnsinnig viel Gas geben, eher gar kein Gas, ein bisschen mit Choke halt arbeiten, dass der ganz normal anspringt, der Apparat. Und dann durchlaufen lassen. Erstmal, dass sich das Ding alles wieder einpendelt, dass die Vergaser normal vollgefüllt sind, dass Öldruck aufgebaut wird und nicht gleich wie ein wahnsinniger Gas geben, erstmal alles ganz piano und das Ding ganz in Ruhe laufen lassen kann. Aber cool. Ja, wie ihr gesehen habt, jetzt alles wieder im Lot. Nochmal anschließend kontrollieren, wie gesagt, ob Ölstand in Ordnung ist, eine Runde fahren und dann erstmal alles wieder schön, ne? Alles klar. Bis dann, macht's gut. Ciao.